Nach 94 Kilometern ist Aalborg erreicht. Ziel ist der Camping Strandparken. Er liegt fast in der Ortschaft und somit sind die Sehenswürdigkeiten ohne Probleme zu erreichen. Der Strandparken-Camping ist im wesentlichen Teil von Aalborg in schöner Naturumgebung am Limfjord, nur 2 Kilometer von der Stadtmitte Aalborgs gelegen. Der Campingplatz bietet Top-Einrichtungen an. Neue Toilettengebäude mit Familienbad, Spielplatz, speziell eingerichtete Wohnmobilplätze und Zeltplätze für Familien. Auch eine Küche mit Kochfeldern und Spüle ist eingerichtet. Alles in allem ist er in einem vorbildlichen und sauberen Zustand. Die Stellplätze für Wohnmobile sind alle mit einer hölzernen Diele ausgelegt. Somit hat man immer saubere Füße und trägt keinen Schmutz in das Wohnmobil. Heute ist es etwas sehr windig. Aalborg wurde von den Wikingern gegründet. Die ersten Siedlungen im heutigen Stadtgebiet sind Ausgrabungen zufolge bereits über 1000 Jahre alt. Aalborg liegt am Limfjord, der dort flussartig verengt, über eine Entfernung von etwa 35 Kilometern die Verbindung zur Ostsee herstellt. Aalborg ist recht groß. Es hat immerhin rund 122.000 Einwohner. Der Yachthafen liegt etwas außerhalb der Stadt. Hier liegen die Boote der Freizeitkapitäne. Derer gibt es aber genug, denn die Dänen sind ein Volk von Seefahrern. Ebenfalls auf dem Hafengelände ist das Erlebniszentrum Springeren, Maritimt Oplevescenter. Es behandelt die Themen Seefahrt und Marine. Die Geschichte des Hafens wird dokumentiert, außerdem sind eine Reihe von Marinebooten zu bewundern. Die imponierende und renovierte Ausstellung gibt einem die Einsicht in das Leben zur See, wo sowohl historische Ereignisse und neue Technologie dazu führen, dass ein Besuch des Erlebniscenters Spaß macht und lehrreich ist. Zu den Grundlagen für die erfolgreichen Tätigkeiten der Aalborger Werft gehörten die hervorragende Ausbildung und die fachliche Tüchtigkeit der Mitarbeiter. Sie beherrschten die Schiffbautechnik, den Kessel- und Maschinenbau und vielerlei Eisen- und Stahlkonstruktionen wurden weiterentwickelt. Neben der Neubautätigkeit wurden auch allerlei Reparaturarbeiten an havarierten Schiffen, kleine Änderungen und erhebliche Umbauten an Schiffen durchgeführt. Die mechanische Schaltung der Leuchtfeuerlaterne der Schiffe wird dem Besucher gezeigt und erklärt. Hier die Schaltuhr LN22636. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Bunker auf der Insel Anholt aufgefunden. Gegen 1943 wurde sie von der deutschen Luftwaffe verwendet, um zu den festgesetzten Zeitpunkten in jeder Stunde einen automatischen Morsezeichengeber MZG2 zu starten. Die Sendungen wurden von den Flugzeugen zur Ortsbestimmung empfangen. Aber auch andere Techniken aus allen Epochen der Seefahrt sind dort ausgestellt. Es sind sogar Flaschenschiffe vorhanden. Das waren früher die Beschäftigungen der Matrosen auf ihren monatelangen Reisen zur See. Hier kann man auch unter anderem mit einem Simulator ein Schiff durch den Aalborger Hafen segeln, ohne ein Chaos zu veranstalten. Gehen wir nach außen.
Es wurde am 22. Oktober 1964 unter der NATO-Nummer S-329 von der dänischen Marine in Dienst gestellt. Am 30. Juni 1989 endete das letzte Kommando und es wurde schließlich am 31. März 1990 aus der Flottenliste gestrichen. Springeren ist das letzte U-Boot, das auf der heute eingestellten Marinewerft in Kopenhagen entworfen und gebaut wurde. Das Boot gehörte zur Delfinenklasse, von der ursprünglich 3 Einheiten im Zeitraum 1956 bis 1961 gebaut wurden. Vorne im Bug sind 4 Torpedorohre, die alle russische Namen hatten. Am Backbord Ivan und Igor, an Steuerbord Olga und Sonja. Während des Kalten Krieges spielten U-Boote eine wichtige Rolle. Einerseits verfügten die Supermächte über große, ozeantaugliche U-Boote, die Raketen mit Atomsprengköpfen abfeuern konnten, was für die sogenannte Balance des Schreckens Bedeutung hatte. Andererseits waren U-Boote besonders effektiv für die äußerst umfangreichen Spionage- und nachrichtendienstlichen Tätigkeiten, welche die damalige Periode kennzeichneten. Die Besatzung des U-Boots bestand aus 24 Personen, nämlich 7 Offizieren, 6 Unteroffizieren und 11 Mannschaftsdienstgraden. Mittschiffs war der Operationsraum mit Zugang zum Turm. Von hier aus erfolgte die Navigation, das Manövrieren, die Feuerleitung und die Überwachung der technischen Anlagen wie Radar, Sonarwarngerät und Hydrophon, die Aufschluss über Schiffe an der Wasseroberfläche gaben. Über ein Periskop konnte man im getauchten Zustand die Bewegungen der Schiffe an der Oberfläche beobachten und ein Schnorchelsystem erlaubte den Luftaustausch ebenso wie den Generatorenbetrieb zum Aufladen der Batterien, ohne auftauchen zu müssen. Verlassen wir wieder die stählerne Zigarre und sehen uns das Torpedoboot Sjöbjörnen an. Nachdem die übernommenen Boote aus ehemaligen deutschen Beständen ihren Dienst getan hatten, wurden Überlegungen angestellt, die Flotte zu erneuern. Die dänische Marine bestellte 1962 6 Einheiten der Sjölöwen-Klasse. Auf der Basis der britischen Klasse Brave Verocity wurden die Einheiten gebaut. Der Unterschied war aber in der Torpedoausstattung. Statt Abwurftorpedos wurden Torpedorohre verwendet. Je nach Zweck wurden die beiden Heckrohre gegen eine 40 mm Maschinenkanone ausgetauscht. Außen wie auch innen konnte das Boot gesteuert werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden keine größeren Überwasserschiffe mehr als Torpedoträger eingesetzt, sodass das Torpedoboot verschwand. Allerdings wurden weiterhin Schnellboote oder Motortorpedoboote mit der Hauptbewaffnung Torpedo gebaut, die ähnliche Aufgaben hatten wie die ursprünglichen Torpedoboote. Dieser Typ kam erst in den 1970er Jahren mit der Ablösung durch Flugkörperschnellboote allmählich außer Gebrauch. Zeit, das Museum zu verlassen. Michelin und Pascal ziehen sich zum Camping zurück und kochen. Bratkartoffeln sind aufgesetzt. Jetzt noch schnell die Hacksteaks formen. Sieht doch nicht so schlecht aus für den Anfang. Am Ende eines langen Tages ist dieses Menü genau das Richtige. Abends kommt bestimmt keine Langeweile auf. Ein 17-Zoll-Laptop mit 500 Filmen auf einer Festplatte sorgt für die nötige Ablenkung.